Hallo Leute, willkommen beim Harry Potter Hogwarts Mystery. Dies ist Teil 8. Ja, und jetzt können wir hier weitermachen mit dem Zaubertrank, denn die Energie ist wieder voll. Dann klicke ich mal hier drauf, starten eine Stunde. Na, da müsste die Energie für reichen. Okay, und jetzt müssen wir natürlich wieder warten. Na, geht schon ganz zügig. Vorführung, der Unterricht beginnt. Wir beginnen mit einer Demonstration des Brauens eines Mega-Power-Tranks. Kommen Sie an meinen Tisch. Okay, hatten wir das nicht schon? Naja, manchmal komme ich da irgendwie ein bisschen durcheinander. Aber ich denke mal, wir kommen trotzdem vorwärts. Zuhören und verwechsel den Mega-Power-Trank nicht mit dem Mega-Power-Bann. Okay, vielleicht habe ich da was verwechselt. Ich frage mich, wer den... Das geht immer schnell weg. Was? Das war's schon? Wähle deine Prämie? Ja, dann wähle ich mal hier die Herzen. Empathie. Es ist äußerst wichtig, alle Zutaten im Auge zu behalten. Konzentrieren Sie sich. Kommt jetzt wieder das mit dem Kreis? Ja, okay, jetzt muss ich... Ja. Ah, wieder daneben. Muss verbessert werden. Da bin ich richtig schlecht. Naja, vielleicht kriege ich es am Ende des Spiels halbwegs hin. Oh, ich muss es mal wieder lauter machen. So, jetzt müssen wir nach Salamanderblut suchen. Wo ist mein Salamanderblut? Emily, bitte hilf mir, mehr zu finden. Okay, jetzt müssen wir hier Salamanderblut suchen. Gut. Ist da Salamanderblut drin? Das Regal durchsuchen. Vielleicht versteckt sich dahinter was. Und jetzt kriege ich schon wieder eine Prämie. Diesmal nehme ich das Geld, denn das ist richtig viel. Ich sehe etwas, aber ich kann nicht erkennen, ob es Salamanderblut oder Iguanablut ist. Mach mal etwas Licht. Gut, jetzt müssen wir wieder Lumos machen. Ich frage mich, warum Rowan nicht selber Lumos machen kann. Wahrscheinlich, weil wir sonst nicht zaubern können, dürften. Und ab und zu wollen wir ja mal zaubern, nach Salamanderblut suchen. Bereit machen, Salamanderblut zuzugeben. Vergewissere dich, dass wir alles Nötige für den Mega-Power-Trank haben und füge dann deine Zutaten hinzu. Okay? Gut, jetzt grübeln. Ich fühle mich, als hätte ich einen Vergesslichkeitstrank getrunken. Wie ging das nochmal? Vielleicht hier im Buch gucken? Im Schulbuch nachschlagen? Die Energie wird schon wieder weniger. Und jetzt? Wähle deine Prämie, dann nehmen wir mal eine Energie dazu. Das ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich muss zuerst Salamanderblut hinzufügen. Okay. Wahrscheinlich hat die Merula sie irgendwie wieder verzaubert oder irgend sowas. Ihr einen Vergesslichkeitstrank gemacht. Zeichne eine Linie von den Zutaten zu deinem Kessel. So, so. Hervorragend. Na, das klappt wenigstens halbwegs gut. Okay. Und jetzt das nächste. Jawohl. Klappt das? Und was sagt Rowan jetzt? Jetzt gucken alle. Und was passiert? Ich krieg 10 Punkte dazu. Und jetzt wird's dunkel. Oh, Wiegen der Löwenfischgräten vorbereiten. Kommen Sie einzeln nach vorne und wiegen Sie Ihre Löwenfischgräten. Grey, Sie sind an der Reihe. Okay, jetzt müssen wir Wiegen vorbereiten, Nadel überprüfen. Gut, die Nadel steht auf 0. Okay, jetzt müssen wir hier Notizen überprüfen. Die Menge muss korrekt sein, jawohl. Jetzt kriegen wir hier wieder, da nehme ich jetzt mal hier die Tapferkeit. Ah, das ist wohl die Löwenfischgräte. Ich muss meine Löwenfischgräten abwiegen. Ja, ganz genau, das sollst du tun. Die Wiegen der Löwenfischgräten vorbereiten. So.
So, hervorragend. Ja. Ja, das klappt doch schon halbwegs. Zufrieden? Wunderbar. Rühren vorbereiten. Rühren Sie weiter, keine Fehler. Ich erwarte Perfektion. Rühren vorbereiten. Jetzt gucken wir mal, was Merula zu sagen hat. Zuhören. Okay. Gut, und was machst du jetzt? Schau mir zu. Vielleicht lernst du ja was dabei. Ah ja, die. Wahrscheinlich gibt sie an, weil was Freundliches erwarte ich von ihr nicht. Grübeln. Durch Rühren ändert sich die Farbe des Tranks. Dann rühren wir mal. Substanz versprengen. Achten Sie darauf, dass sich keine Klumpen am Boden Ihres Kessels absetzen. Okay. Im Schulbuch nachschlagen. Drei. Haben wir so viel Energie noch? Nee, es wird knapp, es wird knapp. Es wird super knapp. Uff, geschafft. 40 Tapferkeit. Na, das muss man mitnehmen. Ja, ich bin fast mit dem Mega-Power-Trank fertig. Jetzt nur noch gegen den Uhrzeigersinn rühren. Okay, gegen den Uhrzeigersinn. Oh. So. Hervorragend. Wie gut, dass dieses Linien nachziehen keine Energie kostet. Und hat's geklappt? Rowan sagt gar nichts, das ist selten. Ja, 10 Wissenspunkte dazu. Jetzt hat sie ihre ganzen Sachen schon auf Level 3. Das ist doch ganz gut. Erfolg. Und die Energie hat gereicht. Und 3 Hauspunkte gewonnen. Das ist doch prima. Einsammeln. Wunderbar. Wow, Emily, dein Trank sieht perfekt aus. Das sieht ganz passabel aus, sagt sogar Snape. Mrs. Knights Gebräu ist jedenfalls tadellos. Okay, ihres findet er natürlich noch besser. Danke, Professor Snape. Und jetzt wollen wir Snape fragen, Merula verspotten oder Snape besänftigen? Warum wollen wir Snape besänftigen? Ich sag nur Snape fragen. Was? Mein Trank ist so genauso gut wie Ihrer. Unterrichten vielleicht Sie jetzt Zaubertränke, Grey? Vielleicht sollte ich es. Ah, das war eine dumme Antwort. Als Erstklässlerin doch nicht. Da verärgerst du doch den Snape nur. Nun ja, er sagt jetzt gar nichts. Der ist nur noch sauer. Eigentlich wollte ich Ravenclaw-Hauspunkte abziehen. Aber stattdessen werde ich mir die Zeit für eine viel schmerzhaftere Bestrafung nehmen. Das ist nicht gut. Professor Snape erkennt einen perfekten Trank, wenn er ihn sieht. Und jedem ist klar, dass du eine Schande bist, Grey. Tut mir leid, Emily. Snape und Merula haben dich wirklich auf dem Kieker. Ich mache mir keine Gedanken um Snape und Merula. Alles, was wichtig ist, dass ich meinen Bruder und die verwunschenen Verliese finde. Aha. Gut, aber immerhin haben wir jetzt den Mega-Power-Trank gelernt. Und jetzt machen wir was? Hier gibt es was Neues. Ja, neuen Zaubertrank gelernt. Okay, das ist soweit klar. Und neue Klamotten brauchen wir jetzt gerade nicht. Was gibt es hier? Ah, jetzt können wir dem Chester berichten. Das ist gut, das kostet jetzt nichts mehr. Da gehen wir da mal hin. Weil der will ja noch hören, warum wir uns schon wieder mit Merula gestritten haben. Müssen wir jetzt hier hingehen? Tja, vielleicht. Ah, hier gibt es übrigens ganz interessante Sachen. Hagrids Hütte, die Eulerei
Und da fliegen sie und spielen vielleicht Quidditch. Wow, wie toll die fliegen. Und hier gibt es Pflege magischer Geschöpfe im Wald. Und hier fängt der Wald an. Aber da können wir überall noch nichts machen. Das ist alles noch mit einem Schloss verschlossen. Aber wir können hier zum Trainingsgelände gehen. Vielleicht, ja, hier können wir Chester berichten. Ganz genau. Okay, da ist er ja wohl. Ja, nee, das ist Rowan. Was denkst du, warum sich unser Vertrauensschüler auf dem Trainingsgelände mit uns treffen möchte? Ja, das frage ich mich auch. Merula wird bestimmt alles daran setzen, dass wir aus Ravenclaw ausgeschlossen werden. Möchtest du darüber sprechen, was sie über deinen Bruder gesagt hat? Ich wähle mal ja. Du kennst den Großteil der Geschichte schon aus dem Tagespropheten. Mein Bruder war besessen von den angeblichen verwunschenen Verliesen, voll mysteriöser Schätze irgendwo in Hogwarts. Aber niemand hat ihm geglaubt, nicht einmal unsere Mutter. Er hat alle möglichen Regeln gebrochen und Leute in Gefahr gebracht, um seine Theorie zu beweisen. Manche Leute glauben, er hat Hogwarts verflucht oder dass er selbst verflucht war. Aber alle sind sich jedoch einig, dass er verrückt war. Merula hat über seine Zusammenarbeit mit Voldemort gelogen, aber sie hatte recht damit, dass er vermisst wird. Nachdem er von der Schule geflogen ist, ist er von zu Hause davongelaufen und seitdem verschwunden. Angeblich ist er hierher zurückgekehrt, um nach den Verliesen zu suchen. Manchmal frage ich mich, ob er wirklich verrückt war. Manchmal frage ich mich, ob ich es auch bin. Ich glaube nicht, dass du verrückt bist, Emily. Ich finde dich genial und ich bin froh, dass du meine Freundin bist. Danke, Rowan. Merula wird uns immer wieder angreifen, bis wir etwas unternehmen. Wie können wir uns nur verteidigen? Da kommt Chester. Genau deshalb habe ich dich hierher gerufen, Emily, sagt er. Du weißt, was mit Merula passiert ist. In Hogwarts haben die Wände Ohren. Als Vertrauensschüler ist es meine Aufgabe, dir beizubringen, wie du dich verteidigen kannst. Na, das ist doch praktisch. Ich werde euch beide in Duellen unterrichten. Na, sehr praktisch. Aber wir kennen überhaupt keine Duellzauber. Ravenclaw hat ein geheimes Buch über Duelle im Artefaktraum versteckt. Dieses Buch enthält verschiedene Zauber, Tränke und Techniken. Sehr gut. Komm wieder zu mir, wenn du einen Duellzauber gelernt hast. Dann bringe ich dir den Rest bei. Okay, jetzt muss sie einen Duellzauber lernen und wir müssen ihr dabei helfen. Okay, also das Duellierbuch finden. Geh zum Artefaktraum und suche das Buch mit den Duellierzaubersprüchen. Es ist deine einzige Chance gegen Merula. Wow, das klingt ja interessant. Also zum Artefaktraum und das Buch mit den Duellierzaubersprüchen. Wir haben jetzt nur zwei Energie. Mal gucken, ob wir da noch was erreichen können. Innenhof. Gehen wir da mal lang, erkunden. Ja. Naja, vielleicht kommen wir ja noch ein bisschen weiter. Okay, da waren wir ja schon. Und wo ist jetzt der Artefaktraum? Hier vielleicht irgendwo. Wir sind doch zum. Irgendwie sind wir da hingesprungen worden. Mal gucken. Korridor Untergeschoss West. Das Buch wird dir beibringen, ja, wie du dich gegen Merulas Zauber verteidigen kannst. Ja, vielleicht muss ich hier auf losgehen.
Ich probier's mal. Ach hier, da! Also nicht auf Innenhof, sondern hier. Logisch, da ist ja auch das Ausrufezeichen. Das Duellierbuch finden. Gut. In dem Hogwarts muss ich mich noch zurechtfinden lernen. Okay. Waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Okay, jetzt gucken wir mal. Im Artefaktraum liegen angeblich verborgene Schätze. Zusammen mit verborgenen Gerüchen. Wir sollten uns beeilen und das Buch über Duelle finden. Es fällt mir schwer, nicht jeden einzelnen Gegenstand in diesem Raum aufzulisten. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht ganz, aber im Multitasking war ich schon immer gut. So. Emily, eine rätselhafte Stimme. Du, was? Was, was? Sagt Rowan. Du hast meinen Namen gesagt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe eine Stimme gehört, sagt sie, sagen wir. Ich habe nichts gesagt, sagt Rowan. Dann habe ich mir das eingebildet. Lass uns nach dem Buch suchen. Okay, jetzt müssen wir wieder hier draufklicken. Ah, Starten. Ich denke mal, das mache ich, wenn wir wieder Punkte zusammengekriegt haben. Denn hier mit einer Energie oder zwei Energie kommen wir da nicht weit. Ja, dann war es das schon mit dieser Folge und in der nächsten Folge suchen wir dann nach dem Buch. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.